Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Anina, ich bin 18 Jahre alt und ich befinde mich momentan in Australien und ich mache hier ein Auslandsjahr. Ich bin jetzt schon seit 9 Monaten hier und ja, heute nehme ich euch mal ein bisschen durch meinen Schultag mit. Es ist jetzt 8 Uhr und ich habe schon gefrühstückt und habe mich angezogen in der Schuluniform und gleich fahre ich dann mit meiner Gastmutter zur Schule. Sie fährt mich und meine Gastschwester jeden Morgen zur Schule. Und ja, heute ist der letzte Tag vor den Ferien. Also ja, haben wir vielleicht ein bisschen spezielles Programm. Wir haben auch ein Cross-Country-Carnival. Also die erste Stunde haben wir normal Schule und dann treffen wir uns alle. Wir werden in unsere Häuser aufgeteilt. Also unsere Schule hat so 4 Häuser. Ich bin im roten Haus. Dann soll man sich so in dieser Farbe anziehen. Und dann gibt es eben so ein Cross-Country, das ist so ein Rennen für jede Alterskategorie und man feuert dann halt sein Haus an und ja, ziemlich cool. Und mal schauen, wie das wird. Hallo! Erste Schulstunde ist um und jetzt beginnt der Cross-Country und ich habe hier meine Freunde getroffen, zum Beispiel Lea. Ich bin auch Deutsch. Auch Deutsch. Heute ist mein letzter Schultag. Ja, sie geht jetzt leider schon in einer Woche, fliegt sie wieder nach Hause nach 9 Monaten, was ein bisschen traurig ist. Aber ja, wir genießen jetzt noch unsere Zeit hier. Unseren Rennen. Und zwar sind wir jetzt gerade 2,5 Kilometer gelaufen, wie man vielleicht an unserer Gesichtsfarbe erkennen kann. Mal sehen, was jetzt noch weiter so passiert. Die Schule ist jetzt aus und sind wir noch in den Schrank gegangen. Das ist meine Freundin Pia und sie ist von Norwegen, aber sie geht jetzt dann schon leider nach Hause und das sind unsere Freunde. Und ja, wir gehen jetzt gleich schwimmen und genießen noch den Rest vom Tag, was wir eigentlich meistens nach der Schule so machen. Jetzt bin ich mit dem Bus noch hier an den Fluss gefahren, also hier ist der Fluss. Ich gehe jetzt hier mit meiner Gastfamilie noch was essen, also wir holen uns Takeaway und dann sitzen wir hier so in eines dieser coolen Bänke dahin und ja, da drüben ist auch noch Live-Musik und es ist wirklich eine schöne Atmosphäre immer hier im Fluss. Viele Menschen setzen sich abends hier hin und essen was. Das war es nun auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.